Wir setzen unsere Sprechstunde fort beim Pflanzenarzt René Wadders. Und wie gehört sich das für einen guten Arzt? Er hat seinen Arztkoffer dabei, einen grün bei einem Pflanzenarzt. Ich bin so neugierig, wir müssen da mal reingucken, ja. Herr Wadders. Erklären Sie uns ein bisschen, was haben Sie immer alles so notfallmäßig dabei? Alles, was ich brauche, um sofort eingreifen zu können. Also ganz wichtig für den Durchblick, ja. Genau. Das ist ganz die Lupe. Das ist eine ganz andere Sache. Dann ganz wichtig natürlich auch mal amputieren. Also für die Amputation braucht man auch mal eine Schere. Es muss auch mal ein Schnitt gesetzt werden, das geht nicht anders, oder? Das geht auch nicht anders. Aber ganz wichtig ist halt, den Boden, pH-Wert zu messen, gucken, geht es von unten her, ist das alles in Ordnung? Ja, das ist dann hier also so ein netter pH-Wertmesser. Und das, was ganz wichtig ist, was die Leute immer sagen, ich habe gedüngt. Und das Ding verrät mir, ob es wirklich so gewesen ist. Ja, weil das ist halt immer, das zeigt mir an, dieses Gerät zeigt mir an, ob die Pflanze genügend Nährstoffe hat, weil das ja ganz wichtig ist. Das sind jetzt mal die Grundlagen. Ja. Und natürlich das ein oder andere Mittelchen, um schnell eingreifen zu können. Weil ich habe nicht immer Zeit, irgendwo was zu sammeln. So gibt es dann das eine Mittel oder so in getrockneter Form. Ja, das heißt, was ich eben schnell anwenden kann. Wenn wirklich ein Notfall ist. Ja, wenn ich keine Möglichkeit habe, was zu sammeln. Gab es schon mal einen Notfall, wo Sie gesagt haben, hallo, hier komme ich nicht weiter? Ja, das ist dann, wenn ich dann hinkomme, wirklich die Pflanze schon tot. Ach, okay, gut, dann können auch Sie nicht mehr helfen. Ja, genau, und das passiert dann. Aber zum Glück, ich klopfe mal auf Holz. Ja. Also bis jetzt ist es noch nicht passiert. Bis jetzt, die Pflanzen, die ich dann, wenn sie nicht schon tot waren, leben alle noch. Wunderbar.